Rinaldo zückte sein Pistol gegen den schwarzen Anführer. 20 Schüsse seiner Leute fielen auf einmal. Drei der Schwarzen stürzten von den Pferden. Die anderen zogen ihre Pistolen, schossen ein paar von Rinaldos Gesellen nieder, drückten ihren Pferden die Sporen in die Seiten und sprengten feldein rasch davon. Rinaldo näherte sich dem Wagen, riss den Schlag auf, glaubte, Dianora in seine Arme stürzen zu sehen und fand statt Menschen in dem Wagen einen Sarg. Er war außerordentlich schwer, er war fest vernagelt. Man zerschlug den Deckel und fand wohlverpackt eine Menge goldene und silberne Gefäße aller Art. Ach, sieh da. Nun kennen wir doch wohl die schwarzen Herren. Sie treiben unter einem gar sonderbaren Scheine unser Handwerk, daher ihre Erbitterung. Brotneid ist es also, der sie gegen uns aufbringt. Gut, dass sie gesammelt haben. Wir wollen uns wie frohe Erben in den Nachlass alter Wucherer teilen. Hierauf schritt er ohne Aufenthalt zur Teilung, die einem jeden Teilhaber eine beträchtliche Summe einbrachte. Und da es ihm sehr wahrscheinlich war, dass er aufgesucht werden könnte, teilte er seine Rotte und schrieb seinen Gesellen rechts und links Wege vor, welche sie einschlagen sollten.